meine Lieben, in diesem Video wollte ich mit euch ein bisschen über Wassereinlagerung, Entwässerung sprechen, weil ich selbst das auch schon hin und wieder mal hatte und ich weiß, ganz, ganz viele Damen unter euch leiden unter dem typischen Frauenproblem, jedenfalls scheint es oft eher ein Frauenproblem von Wassereinlagerung. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere von euch nicht genau weiß, woran es liegt, was kann man dagegen machen. Und deswegen werde ich als allererstes über das Problem sprechen, wann kommt es oft zu Wassereinlagerung, was sind so ein bisschen die Fehler, die auf unserer Seite liegen. Und als zweites werde ich darüber sprechen, was kann ich denn tun, wenn ich hin und wieder oder öfter mal unter Wassereinlagerung leide. Als allererstes also Wassereinlagerung. Wie kommen sie zustande? Sie können eigentlich total unterschiedlich zustande kommen. Ich glaube, unser Körper ist eben einfach so ein Organismus, den wir nicht immer verstehen müssen. Aber die häufigsten Probleme sind als allererstes hormonell bedingte Wassereinlagerung. Hormonell kennen wir selber ganz, ganz häufig bei Einnahme von der Pille. Da ändern sich die Hormone. Da kann es dazu führen, dass es mal zu Wassereinlagerungen kommt, aber auch bei Schwangerschaft und durch andere Gründe. Was dann wirklich passiert ist, dass das Blutvolumen sich ausdehnt und dadurch, dass unser ganzes Verhältnis, der Druck, der physikalische Druck im Körper sich verändert, durch diese Ausdehnung der Blutgefäße wird Flüssigkeit nach außen gedrückt. Und wir merken, dass wenn wir auf unsere Haut drücken, an den Beinen, an den Armen, dass da immer so leichte Druckstellen kurze Zeit verbleiben. Das ist eben dieses übermäßige Wasser, diese übermäßige Flüssigkeit, die sich genau unter der Haut dann befindet, dadurch, dass unser Blutvolumen sich ausgedehnt hat. Was aber auch zu einer Änderung des Drucks führen kann, sind Probleme mit der Niere. Sei es krankhaft bedingt, aber auch einfach, weil wir zu wenig trinken und die Niere ist dafür da, oder unsere Nieren sind dafür da, dass sie die Flüssigkeit aus dem Körper spülen und wenn sie eben zu wenig Flüssigkeit haben, kommt es auch zu einer Druckveränderung, weil die Flüssigkeit nicht ausgespült wird und diese Druckveränderung, die führt auch dazu, dass wir Wassereinlagerung verspüren. Ein weiterer Grund für Einlagerung von Wasser in unserem Körper ist eine Mangelernährung. Mangelernährung vor allem im Bereich von Eiweiß. Ja, jetzt werden viele denken, Anne, das heißt doch, wir müssen jetzt einfach viel, viel mehr Eiweiß essen, damit das viel, viel besser läuft. Wow, 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 das ist nicht wirklich das, was ich damit erzielen will. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, eigentlich will die Fitnessindustrie, dass wir ja 2 Gramm Eiweiß auf 1 Kilogramm Körpermasse zu uns nehmen, was viel zu viel, also viel zu viel ist. Das ist wirklich so wie, da könnt ihr euch auch ans Fenster setzen und so mit dem Geld machen. Es gibt also auch keinen Grund, so viel Eiweiß zu uns zu nehmen. Wir sind doch alle keine Extremsportler, die 5 Stunden am Tag trainieren. Neben zu wenig Eiweiß kann man sich noch anderweitig falsch ernähren. Nicht nur die falschen Lebensmittel wählen, aber da komme ich später noch genau zu, sondern auch das ganze Verhältnis von Natrium und Kalium im Körper falsch zusammenzulegen. Kaliumhaltige Lebensmittel sollten nicht unterschätzt werden, dass die genügend zu sich genommen werden. Und Natrium-Salzkonsum ist in Deutschland ein richtig großes Problem, eigentlich fast schon, dass wir sehr, sehr salzhaltig gerne essen. Und das kann in verschiedener Weise sein, dass wir einfach super gerne salzig essen, super viele salzhaltige Lebensmittel zu uns nehmen, auch ganz unbewusst, zum Beispiel Junkfood, typisch Chips und ähnliches, was ich auch gerne esse hin und wieder. Aber das ist halt sehr, sehr salzig. Heißt nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt, euer Essen zu salzen. Nein, wir brauchen natürlich auch Natrium. Aber Salz ist nun mal ein großer Förderer von Wassereinlagerung. Würde man vielleicht nicht unbedingt im ersten Augenblick denken, weil man denkt, okay, Salz bindet ja ganz viel Wasser. Ja, aber dadurch, dass es bindet, fließt es nicht gleich wieder raus, sondern es wird eben dadurch, dass Natrium, die kleinen Moleküle von Natriumionen, die binden gerne die Wassermoleküle und die lagern sich unter unserer Haut an und da haben wir unsere Wassereinlagerung. Neben der falschen Ernährungsform oder die falsche Ernährungsweise gibt es dann noch die dritte Gruppe und das ist krankheitsbedingte Ödeme, also krankheitsbedingte Wassereinlagerungen. Da gibt es zahlreiche und darüber will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt sprechen, weil das ist eine Aufgabe eures Arztes, der gucken muss, woran es liegt. Vor allem bei Antidepressiva leiden Leute ganz, ganz häufig unter Wassereinlagerungen. Aber das ist einfach nicht meine Aufgabe, da jetzt Aufklärung zu leisten, sondern uns geht es darum, bei einem gesunden Organismus zu gucken, was können wir jetzt dagegen machen. Und was machen wir jetzt, wenn wir Wassereinlagerungen haben? Natürlich ist es ganz wichtig, dass man seine Ernährung genau unter die Lupe nimmt. Und da meine ich jetzt nicht so ein bisschen, ja, ich esse ja eigentlich gesund, sondern ihr solltet wirklich schauen, was esse ich denn? Gesund heißt nicht,
ganz, ganz viel Gemüse am Tag, denken viele Leute, ist auch gesund. Aber es muss halt eben alles im Gleichgewicht bleiben. Wie ich schon gesagt habe, Natrium ist wichtig, Salz im Körper, aber eben auch Kalium. Und Kalium ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt unterschiedliche Lebensmittel, die kaliumhaltig sind und die dürfen nicht unterschätzt werden. Und da habe ich für euch diesen leckeren Shake, der ist nicht nur kaliumhaltig, weil zum Beispiel Kalium ist sehr viel in Banane, aber es ist auch viel in Vollkornprodukten und auch in Ananas. Und ich habe hier einen super leckeren Entwässerungsshake. Dieser Entwässerungsshake hat nicht nur Ananas enthalten, sondern auch andere Lebensmittel, die richtig schön euer eingelagertes Wasser ausspülen. Und was da genau drin ist, das erzähle ich euch auf meinem Food-Kanal Bodyfood. Da habe ich genau diesen Entwässerungsshake heute gemacht. Ich verlinke euch das Video dazu unten in der Infobox. Heißt natürlich nicht, dass wir Menschen den ganzen Tag jetzt entwässernde Lebensmittel wie Spargel oder Ananas essen sollten. Aber es ist trotzdem hilfreich zu wissen, dass es eben solche Lebensmittel gibt. Man die auch trotzdem sehr gut in seine Ernährung einbauen kann. Aber über die Ernährung hinaus muss man auch weitere Dinge beachten. Neben dem verringerten Salzkonsum ist auch Bewegung ein richtig wichtiger Faktor. Unser ganzer Organismus, die ganzen Organe, Herz-Kreislauf-System, das muss super funktionieren, um eventuell Hormonschwankungen oder Ähnlichem entgegenzuwirken und eben auch dem Druck im Körper, wenn der sich verändert. Und das kann man eben am allerbesten durch viel Bewegung. Heißt natürlich auch ganz viele bewusste und unbewusste Bewegungen im Alltag einbauen. Viel zu Fuß gehen. Natürlich gibt es auch viele unter euch, die vielleicht Kellner oder Krankenschwestern, die viel stehen. Das sind andere Arten von Wassereinlagerung. Das liegt natürlich durch dieses dauerhafte Stehen und ändert sich am nächsten Tag wieder. Aber für all diejenigen, die nicht den ganzen Tag stehen und trotzdem Wassereinlagerungen haben, schaut, dass ihr mehr euch bewegt, mehr zu Fuß geht und das System auch wirklich in Schwung bringt durch Workouts. Ihr kennt sie von meinem Kanal, die Body Shaper kennt es aus dem Body Shape Programm. Das sind Bewegungen, die im Alltag ganz wichtig sind, damit unser ganzes System auch funktioniert und auch mal Schwankungen unterschiedlicher Art auffangen kann. Und als allerletzten Tipp, trinkt sehr viel Wasser. Das heißt nicht irgendwelche Flüssigkeiten, aber wenn wir alle gerne auch andere Dinge trinken und die sehr, sehr viel besser schmecken, trinkt ganz viel Wasser, trinkt Tee, vor allem ungesüßten Tee und dann werdet ihr merken, dass auch dieses Entwässern richtig gut funktionieren kann mit viel Wasser. Also genauso machen das auch die Bodybuilder vor Wettkämpfen. Sie trinken viel und sie fahren Salz runter. Wir wollen es natürlich nicht in dem extremen Maße machen, aber Wasser spült tatsächlich Wasser raus. Es ist also irgendwie, hört sich kontraproduktiv an, ist aber sehr produktiv. Nicht zu viel Wasser, das heißt nicht, ihr sollt 5 Liter am Tag trinken, aber schaut drauf, dass ihr schon 2 bis 3 Liter am Tag, wenn ihr den Sport macht, auch trinkt. Besonders wenn ihr schwitzt, müsst ihr natürlich auch mehr trinken, weil das dafür sorgen wird, neben der richtigen Ernährung, neben dem Sport, dass euer Körper auch ausgeglichen ist und ihr die Wassereinlagerung verringert. Und jetzt nicht vergessen, wer noch schnell ein bisschen Entwässerungskur braucht, und einen gesunden Smoothie, der sollte jetzt auf Bodyfood vorbeischauen. Dort gibt es nämlich das Rezept. Tschüss!